Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten Quantum Break Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich weiter mit Teil 2. Teil 1 kam eigentlich richtig gut bei euch an, über 11.000 Likes. Zwar hatte das Video auch 800 Dislikes, weil es ein paar Leuten nicht gefallen hat, aber das ist kein Ding, solange es der Mehrheit gefällt. Und ich möchte mich ja immer nach der Mehrheit orientieren. Und das Spiel macht, finde ich, richtig Bock. Das erste Let's Play war jetzt noch nicht so krass actionreich, aber ihr kennt ja jede Geschichte, jedes Spiel. Am Anfang geht's eigentlich erstmal ein bisschen ruhiger los und danach wird's immer spannender und spannender. Und ich fand die erste Folge schon richtig cool. Das ist schon mal was komplett anderes hier. Weil das ist schon mal was komplett anderes hier. Was laber ich da? Auf jeden Fall, das Spiel ist cool. Mir gefällt es und ich werde es auch, denke ich, Let's Playen. Ich mache jetzt noch die zweite Folge hier auf jeden Fall und gucken wir mal, wie das Spiel so wird. Also bisher gefällt mir das auf jeden Fall richtig und das Geile ist auch, dass man hier so viele Schauspieler einfach kennt von Filmen, von Serien. Und wisst ihr, wer auch dabei ist? LJ von Prison Break, der Sohn von Lincoln Burrows, also Dominic Purcell aus Prison Break, der ist auch mit in der Serie dabei. Und es werden jetzt bald Stellen kommen, da wird, glaube ich, dann einfach 10 Minuten oder so, wird dann einfach hier quasi ein Film ablaufen. Das ist so eine Mischung aus Spiel- und TV-Serie, wie gesagt. Da wird dann einfach so 10 Minuten ein Film laufen und den gucken wir uns dann gemeinsam an. Das ist richtig geil, Mann. Sowas gab es noch nie und ich finde die Mischung einfach perfekt. Dann würde ich sagen, starten wir direkt. Wir haben nie aufgehört, wo wir bei diesem Parkplatz sind und das Auto von unserem Bruder holen müssen. Also der eine, der auch bei Herr der Ringe dabei ist. Wir müssen jetzt von ihm nämlich das Auto holen. Und wir sind hier überall mit Bullen, alle sind hier. Aber wir haben jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Wir hört einfach selber rein und starten auch direkt. Zur Hölle. Meine Kräfte wurden stärker. Ich konnte jetzt Dinge fühlen. Warnungen. Und auch Echos aus der Ich habe gerade Befehle von Monarch Actual erhalten. Da wir schon mal hier sind, sollen wir den Wagen von William Joyce finden. Gibt's ein Kennzeichen? Sie arbeiten dran. Pff, wahrscheinlich irgendein Schwachsinn, die Xenon oder Neutron. Okay, also auf jeden Fall hier alles voll mit Bullen. Ihr wolltet ja, dass ich den Untertitel deaktiviere, weil ich finde das auch besser ohne Untertitel. Das Spiel ist auf Deutsch, dann können wir auch zuhören. Dann brauchen wir nicht da unten mitlesen, weil man liest automatisch mit. Ah ja, wir können nochmal hier diesen, wir können diesen Adlerblick machen, genau, mit Dreieck. Dann können wir alles sehen hier. Da können wir die Gegner sehen, die sind da hinten, Zeitblick. Aber wenn wir uns bewegen, geht er sofort weg. Das finde ich eigentlich richtig cool. So. Sagen, komm, die ballern wir ab, oder? Headshot. Alter, die haben Helme an. Eieieiei. Ach, du Scheiße. Der Zeitblick ist so, wie du den Gegner ausfindig machen kannst. Alter, der Zeitblick ist richtig geil, Mann. Der gefällt mir. Können wir immer sehen, wo die Gegner sind? Komm, 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 bam, bam, baller die weg. Boah, die Waffe ist nicht so gut, Alter. Die war eine bessere Waffe am Liegen, nämlich hier Sturmgewehr. M4 müsste das sein. M4, Karabiner. Karabiner. So, weiter. Jalla. Wir müssen das Auto unbedingt finden. Ey, hier ist noch Munition. Mach mal kurz hier den Blick an. Ich finde diesen Blick. Oha. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Das sah gerade richtig cool aus. Eieiei. Ja, die Steuerung muss man sich auf jeden Fall erstmal noch gewöhnen. Ist ein bisschen anders. Ist aber ein bisschen so wie Uncharted, muss man sagen. Bald kommt ja auch Uncharted 4 endlich raus. Da freue ich mich abnormal drauf. Das ist das Spiel, worauf ich mich eigentlich so am meisten freue. Kann man hier auch schaffen. Oha, das war immer, wenn man den letzten killt, kommt, wie gesagt, diese Effekte. Okay, wo ist dein Auto, Will? Wenn das Zeitblick-Symbol aufblinkt, drücke. Ah, da rechts könnt ihr das Symbol sehen. Ich hoffe, die Facecam ist da drunter. Da ist sowas rechts am Blinken. So, Zeitschalter. Guck mal, da ist das Auto. Ich konnte ein Echo aus der Vergangenheit sehen. Wie Will in die Universität gekommen ist. Wow. Guck mal. Alter, ist das Will? Untersuche die Anatomie. Krank. Alter. So. Ich muss das hier untersuchen. Aber wie? Wie? Ah, Dreieck gedrückt halten. Perfekt. Ich hoffe wirklich, ich bin nicht zu spät. Das. Alter. Das ist echt krank, Mann. Ich sehe die Vergangenheit. Eieiei. Scheiße! Oha, tippe RB an, um einen Zeitstopper zu verursachen. Etwas hatte sich verändert. Ich konnte die Hand ausstrecken und die Zeit in einem bestimmten Bereich anhalten. Von mir! Was? Du weißt nicht, was du tust! Will! Ey, das ist doch jetzt krank, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Fuck! Sie kommt von da, wo ich Will zurückgelassen habe. Ich muss zu ihr. Eieiei. Ich tippe RB an, um mit einem Zeitstopper Gegner zu verlangsamen und halt ELT gedrückt zu zielen. Hier. Krank, Alter. Das ist wie diese Stase. Heftige Scheiße, Alter. Guck mal, jetzt kann man wieder. Schieße auf einen Zeitstopper, um deine Projektziele zu bündeln und zusätzlichen Schaden auszurichten. Ah, ich verstehe. So. Machen wir mal Zeitstopper hier rein. Zack. Zack. Bam, baller rein. Boah, das ist ja richtig geil, Leute, mit dem Zeitstopper. Oha. Was ist mit meinem Leben los? Eieiei. Wir müssen echt verdammt aufpassen. Ich finde das voll cool. Guck mal, zack. Der bleibt einfach stehen. Ey, das ist so geil. Wir können einer. Ey, das ist so krank. Dann explodiert das auch noch immer, ne?
Ey, das Spiel erinnert mich voll an Smallville. Kennt ihr vielleicht die Serie noch? Die lief damals auf RTL. Das war eine richtig coole Serie. Beseitige alle Feinde im Park. Jetzt ist aber endlich ein bisschen Action am Start. Wie gesagt, das erste Let's Play war ein bisschen ruhiger. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie das Spiel richtig abgeht, Mann. Guck mal, halt dein Maul da hinten. Oh nein. Oh shit. Alter. Ich bin fast gestorben. Und dieses Zeitding, das bleibt zum Glück nicht so lange, weil sonst fände ich das ein bisschen blöd, wenn das die ganze Zeit so bleiben würde. Nur für einen bestimmten Zeitraum. Scheiß auf das Auto. Ich muss zu Will. Er ist in Gefahr. Oh mein Gott. Ich würde jetzt. Oha. Wer ist das? Boah, die ist ja mal mega geil. Du bist Jack Joyce. Wo ist der? Wo ist mein Bruder? Boah, die Synchronisation ist krank gemacht, oder? Sie bringen ihn in die Bibliothek. Vielleicht kannst du sie noch einholen. Warum hilfst du mir? Du hörst zu denen. Es ist nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob du schaffen wirst, aber du solltest dich beeilen. Das war das erste Mal, dass sie Beth Wilder sahen? Ja, aber sicher nicht das erste Mal, dass sie mich sah. Verfolgungsjagd in der Bibliothek. Will! Will! Oha, wir sind jetzt hier in der Bibliothek, Alter. Einfach, es ist so eine Art Universität, glaube ich. Guck mal. Oh nee, wenn ich das schon wieder sehe. Periodensystem. Oh Gott. Wenn das Zeitblick drücke, um verborgene Zeitschalter zu finden. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Alter, wir können jetzt hier quasi sehen, wo die Soldaten vorher waren. Die haben hier den Will gefangen gehalten, seht ihr das? Und wir können das einfach sehen, wir können quasi in die Vergangenheit blicken und sehen das hiermit, ey. Sollen William Joyce Leben fangen, wenn er sich nicht wehrt? Bitte, lasst mich gehen! Ich kann! Halt die Fresse! Halt einfach die Klappe, okay? Der Boss will, dass wir ihn in die Bücherei bringen. Er will sich persönlich um ihn kümmern. Guck mal, wir können jetzt einfach... Oh, shit. Oha, der macht Zeitsprünge. Tippe um Wuschen. Tippe... Oha, Alter, krank. Scheiße. Ey, wie bei Superman, Alter. Scheiße. Springt er da einfach? Nein. Oh nein. Oh shit, ich muss hier... So, Leute, neuer Versuch. Wir wechseln mal die Waffe. Hier, chill deine Eier. Puh, guck mal, kann ich einfach zack da reinballern? Und dann gibt es uns eine Explosion, der ist tot. Alter, was ist das für eine scheiß Waffe hier? Wie geht man nochmal in... Oha, Granate. Eieiei, in Deckung, glaube ich, geht man nicht. Tippe LB zum Wuschen. Du hast das so gewollt. Alter, das ist krank. Guck mal jetzt. Alter, das ist echt heftig, Mann. Ich schwöre es dir, sowas gefällt mir, Mann. Es war unrealistisch, aber Hammer gemacht, Hammer. Hier, kommt doch her. Stoppe ich euch alle und baller da einfach rein, sind ihr alle tot. Hä, was willst du, hä? Soll mal wuschen? Alter, dieses Wuschen ist auch heftig, ey. Leute. Jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das Spiel ist geil, Mann. Jetzt ich muss zur Bibliothek. Da bringen sie ihn hin. Das ist recht überzeugt, Mann. Begib dich zur Bibliothek. Oha, was ist denn? Alter, was geht da ab? Aber das Blöde ist, dieser eine Typ, der da drin ist, der war ja in meiner ersten Folge auch dabei. Der wird auch wahrscheinlich diese Fähigkeiten haben. Dieser Paul Serene. Dieser Physiklehrer. Das war ja sein großer Plan. Und jetzt ist alles schief gegangen, Alter. Was? Sie hatten immer noch keine Ahnung, dass Wilder ihnen half? Sie war nicht die Einzige. Okay. Ey, können wir uns jetzt dahin wuschen, wenn das geht, Alter? Nee, geht nicht. Alter, wie heftig das ist mit diesem Wuschen, ne? Ah, jetzt geht die Tür auf. Halte LT direkt nach dem Wuschen gedrückt, um einen Zeitfokussierung auszulösen. Jemand hat den Strom ausgeschaltet. Das soll sein. Oha. Ah. Machen wir so eine Zeitfokussierung. Besiege alle Gegner in der Cafeteria. Eieiei. Du hältst jetzt dein Maul da hinten. Kann man das bei mehreren machen? Das würde ich auch mal gerne wissen. Ich glaube nicht, oder? Nee, das kann man nur bei einem machen, glaube ich. Er ist echt krank, Mann. Komm, jetzt machen wir die alle platt hier. Das ist ja ein bisschen ecker. Das muss ich jetzt wieder aufladen, ich verstehe. Ja, das ist auch gut, das gefällt mir. Weil sonst, wenn man das jetzt die ganze Zeit machen könnte, wäre das extrem blöd. Eieiei. Komm, baller die ab. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Eieiei. Von hinten. Ey, Leute, das ist sogar echt schwierig gemacht, Alter. Das muss man sagen. Das ist nicht so einfach, aber so gefällt mir das. Wenn das nicht zu einfach ist. Warte mal, wo sind die Gegner? Da hinten ist einer. Den holen wir uns jetzt. Wir können auch wuschen, Alter. Guck mal jetzt. Bam, Junge. Einfach um die Ecke. Alter, halte LT direkt nach dem Wuschen. Dann machen wir so einen kleinen Zeitauslöser. Dann machen wir die Zeit kurz langsam. Und einer ist noch da. Ich glaube, unter uns sind noch welche. Ja, werde ich. Wir holen die jetzt. Ja.
Können wir auch in den Rhein wuschen? Woo. Oha. Zack. Nein. Boah, Munition ist fast weg. Ja, von diesem Let's Play wird jetzt leider etwas später online kommen und auch nicht in der besten Grafik sein, wie ich es in der ersten Folge gesehen habe. Da war die Grafik einfach nur krank. Da habe ich die bestmögliche Grafik ausgewählt. Jetzt geht das leider nicht, weil wir sind schon etwas spät. Und dann muss das locker 4-5 Stunden rendern. Eieiei. Die Steuerung finde ich aber auch gut, Alter. Die ist ganz easy gemacht worden. Das Spiel macht Bock. Leute. Also mir gefällt's. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt nach dem jetzigen Zeitpunkt sagt. Also mir macht's wirklich Spaß. Und es geht unnormal ab hier, Alter. Oh, Pistole haben wir hier. Bam, 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 bam. Ja, das war der letzte. Guck, wie geil das aussieht mit den Kugeln. Wo müssen wir jetzt hin? Beseitige alle Feinde in der Cafeteria. Begib dich nach draußen. Okay, hier wird es dann wahrscheinlich rausgehen, denke ich mal. Bringen ja. Sie mich hier hin. Es ist eine Bibliothek. Ich muss ein paar verdammte Bücher zurückgeben. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Will, Sie haben ihn zur Bibliothek gebracht. Ich muss einen Weg nach drinnen finden und zwar schnell. Oh, ja, wie machen wir das jetzt? Begib dich nach draußen. Wir können ja das hier aktivieren und mal ein bisschen rumgucken, weil das gibt uns, glaube ich, auch ein bisschen Hilfe. Aber da kann man jetzt zum Beispiel sehen, ah, da geht es wahrscheinlich rein. Wenn es da reingeht. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Ja, da müssen wir irgendwie anders reinkommen. Dann würde ich sagen, über links versuchen wir das mal oder über rechts. Ja, wir können ja mal schauen mit dem Zeitblick, der gibt uns ja immer Hilfe. Ne, der gibt dich in die Bibliothek. Ich denke mal einfach links müssen wir lang. So, also das Spiel ist auch von den Machern von Alan Awake gemacht. Springen und klettern. Ah, okay, dann können wir hier hoch. Die Bewegungen sind auch richtig flüssig gemacht, Alter. Also das Spiel muss ich wirklich positiv reden, Alter. Nicht, dass ihr denkt, hier, ich bin wohl nicht der Einzige, der ein Groll hegt. Handlungsobjekte. Wie erscheint haben die Anti-Monarch-Proteste. Die Frage ist, wo geht's jetzt? Ah, hier geht's hoch, da. Ja, Mann, hier geht's weiter. Könnte ein Weg nach oben sein. Müssen wir da rüberspringen, Alter. Junge, jetzt beginnt schon diese. Schon, dafür ist keine Zeit. Eieiei. Okay. Also, ich muss sagen, die Steuerung ist wirklich einfach. Muss ich das Teil verlangsamen? Chill doch mal. So. Ah. Ich verstehe. Guck mal, das ist jetzt so ein kleines Rätsel, Freunde. Aber ich denke mal, die meisten wissen jetzt auch, was wir machen müssen. Wir müssen das Ding nämlich hier. Guck mal jetzt. Zack. Damit das nicht so schnell runtergeht und dann können wir jetzt rüberspringen. Wisst ihr, wie ich meine? Das war jetzt gut, Alter. Das hat mir gefallen. Da ist schon mal eine Leiter. Mal hochklettern. Hoch. Ey, Digga! Ah, wir müssen, glaube ich, X gedrückt halten. Ja, okay. Paar Sachen, da muss man sich noch dran gewöhnen. Ich denke die ganze Zeit, X wäre auf der Playstation. Also ich drück, deshalb springt er die ganze Zeit. Weil X ist auf der Xbox, nämlich Viereck quasi auf der Playstation. Schon mal ein Fenster, jetzt können wir hier reingehen. Wieder Viereck, Mann. Aerith Prime, haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Hey, was? Hey, Hände hoch! Ah! Wer war das denn jetzt? Ich glaube, das war das Vibe, die hilft uns, ne? Das muss das Vibe gewesen sein. Jemand anderes kann ich mir nicht zum Teufel ist hier los? Vorstellen. Das muss das Vibe gewesen sein. Die sah auch richtig geil aus. Die würde ich direkt mal vernaschen. Finde Will. Okay. Wir geben uns auf der Suche hier. Wir sind jetzt in irgendeiner verlassenen Fabrik oder was ist das hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das neben dem Schulgebäude direkt. Wir können ja mal das. HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ist die Armee? Ich frage mich, wo der Bruder ist. Wartet mit einem Nottrupp auf die Ankunft. Okay, müssen uns langsam anschleichen, Leute. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronon-Gewinnungsanlage sammeln. Wartet doch auf weitere Befehle. Feindgesichtet! Alter, Munition. Die sind direkt alle tot, Alter. Oh nein, nein! Ja, direkt beide getötet, Alter. Ganz locker easy. Hier ist ein Rucksack. MP-Munition war da drin. So, wo kann es jetzt weitergehen? Ich denke mal hier. Woo! Oh, ich hoffe, wir sind keine Gegner. Doch, irgendwas sieht mich da. Guck mal auf der Karte, was ist das? Das ist irgendein Pfeil gewesen. Wir müssen den irgendwo finden, Alter. Wir machen mal hier das Adlerauge an. Ich nenne das einfach Adlerauge. Ich glaube, der muss dann da hinten irgendwo sein. Ja, da geht's weiter. Dann gehen wir uns auch mal direkt hin. Ja, Freunde, ich war gestern, wie gesagt, auf dem Stefans Geburtstag. Habe ich bei Far Cry auch schon vorhin erzählt. Guck mal, mit dem Schatten, Alter. Okay. Dann wird jetzt hier bestimmt. Eieiei. Ach du Jack, Scheiße. Lauf! Oha. Kann er jetzt nicht irgendwie so eine Explosion machen? Oh, shit. Halt. Mach Neo von der... Drücke... Oha. Zeitschild. Was hat er für Fähigkeiten drauf? Der Typ ist ja krank. Der hat einfach jetzt die Kugel damit abgeblockt. Jetzt haben wir noch eine coole Fähigkeit, Alter. Die wird auf jeden Fall richtig behilflich sein, wenn die uns auf uns ballern. Okay, weiter. Oha. Bam, 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 bam. Eieiei. Ah. Beseitige alle Feinde in dem Gebiet. Jetzt können wir noch so eine gewisse Zeit machen. Guck mal, das lädt sich dann auch rechts auf.
Okay, das ist gut gemacht. Oh, shit, Alter, Granate. Wir müssen die Waffe wechseln. Bam, 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 bam. Wir müssen mehr diese Fähigkeiten einsetzen, Leute. Zum Beispiel dieses Wuschen, das ist sehr wichtig. Weil damit ist dann immer so ein kleines Zeitlupenstück. Oh mein Gott. Mach das Schild. Boah, jetzt haben wir einfach so ein Schild um uns drum. Und wir können rausballern, aber die können nicht reinballern. Heftige Scheiße, Alter. Ich fühle mich hier wie Bruce allmächtig, Alter. Das ist richtig krank, Mann. Was wir machen. Oh, shit. Schild. Wir können kein Schild machen. Eieiei. Das hat sich noch nicht aufgeladen. Eigentlich Idiot. Ich hätte diese Dinger abballern müssen. Aber ah, doch, die explodieren auch. Was können wir denn sonst nochmal machen? Ich habe das jetzt wieder vergessen. Ah ja, wir können die Zeit anhalten bei denen. Hallöchen. Bam. Ballern den ab. Zack, der explodiert, der ist tot. Oh, shit. Nein. Nein. Da ist noch einer. Also wird auf jeden Fall endlich mal schön viel rumgeballert, Alter. Ich liebe Ballerspiele, Alter. Das macht richtig viel Spaß hier. Komm, Marvin, wir haben den Rillepeter in der Stadt. Der wird in sein Gehirn geschossen. Okay, der muss jetzt da oben sein. Beseitige alle Feinde im Gebiet. Bist du okay? Will! Definiere okay. Hallöchen. Dir geht's gut. Wir müssen jetzt irgendwie aufheben, Alter. Wir müssen uns beeilen. Wo ist mein Auto? Die Farbe hat mir nicht gefallen. Holen wir uns ein neues. Was? Nein, Jack. Ich brauche meine... Ach du Scheiße. Warte kurz. Überlebe den Hinterhalt. Ach du Scheiße, überleben. Meine Aktentasche war in Ach, dem Auto. Scheiße, Alter. Ich kaufte eine neue. Ist doch nur eine verdammte Aktentasche. In der Tasche ist aber was, das ich brauche, um den Riss aufzuhalten. Ach so, deine Und Tasche ist was, was wir brauchen, Alter. Sagen? Ich war damit beschäftigt, entführt zu werden. Ja, nun, ich kann dich immer noch hier lassen. Schieß das Ding da ab, so. Du schaffst es nur am Leben zu bleiben. Das gehört zu der kranken Scheiße, fuck, die du mir erklären musst. Jetzt haltet doch mal eure Schnauze, weil wir müssen das hier... Zeit zu manipulieren? Oh, nein. Klar. Dann wär's aber Zeit für eine. Eieiei. Wir müssen das hier irgendwie überleben. Ach du Scheiße, ich komme jetzt auch noch von rechts, von links. Guck mal, wie krass die gerüstet sind, Alter. Ja, das ist echt heftig. Mal gucken, was die für Rüstungen haben. Eieiei. Baller den ab. So, wo sind denn die ganzen anderen? Die wollten uns doch lebendig. Scheinen ihre Meinung geändert zu haben. Hier. Bam, in deine Fresse. Schieß ihn ab. Zack, jetzt explodiert er, der ist tot. Optimal. Ja, Freunde, vorhin kam noch ein chilliges Far Cry 4 Let's Play. Far Cry 4 sage ich schon. Far Cry Primal Let's Play online. War richtig geil, Mann. Da war eine coole Folge. Und da habe ich euch ein bisschen von Stefans Geburtstag erzählt. Also, wer das noch nicht gesehen hat, der sollte unbedingt mal bei Snapchat anschauen. Das war richtig heftig gewesen, was das für ein Abend gestern war. Waren das alle? Eskalation. Ja, ich denke schon. Wir müssen meine Aktentasche holen. Und dann Beth Wilder finden. Warum? Wer ist das? Sie weiß vom Riss. Ich vertraue ihr. Beth Ryder. Schön, dass du jemandem vertraust. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, wieder zum Auto gehen, ey. Ist es nicht, Jack. Ich habe dich nicht in alles eingeweiht, um dich zu beschützen. Beschützen? Schau dich um, Will. Sieh nur, wie beschützt wir sind. Das ist nicht meine Schuld. Beth hat mich davor gewarnt. Ich habe alles unternommen, um es aufzuhalten. Du hast mir nie etwas gesagt. Nichts. Ich konnte nicht... Wie lange weißt du es schon? Für sowas haben wir jetzt keine Zeit, Jack. Wir brauchen diese Aktentasche. Warum hat er die nicht direkt mitgenommen vom Auto? Das war so dumm von dem. Kennt ihr so... Ah, das Licht blendet! Ah, Hilfe, hört mal auf! Ah! Auf Rille. Leute, ich bin immer so kaputt von gestern, deshalb werde ich heute nicht... Na los, bevor hier noch mehr von denen auftauchen. ...so viel reden können, Alter. Weil ihr merkt schon, ey, ich bin mega am Arsch. Das war gestern so übertrieben, ey. So habe ich lange nicht mehr auf die Kacke gehauen. Müssen Jack! Jetzt so... Oha. Ist das Paul? Nein, oder? Wer ist das? Hä? Oh. Jack, wir müssen los. Warte. Was macht er hier? Tut mir leid, Jack. Oha! Nein! Alter. Der hat auch die Fähigkeiten, habe ich doch gesagt, Leute. Der hat auch die Fähigkeiten. Was tust du da? Nur was nötig ist. Denk nach, du weißt nicht, was auf dem Spiel steht. Ich weiß genau, was auf dem Spiel steht. Deshalb bin ich hier. Oh, ich gebe dir eine Chance, dich anders zu entscheiden. Dieser Pfad ist vorbestimmt, lässt sich nicht ändern. Vergangenheit, Zukunft. Ich hab's gesehen. Ich hab's erlebt. 17 Jahre lang. 17 Jahre. Das warst du. Das erste Experiment. Geh mit mir und wir stehen das durch. Oder klammer dich an deine Hoffnung. Und geh dabei drauf. Hör zu, ich habe ein Gerät. Ich kann das aufhalten, wirklich. Kannst du nicht. Das ist Wahnsinn. Es schadet nicht, es zu versuchen. Tut es doch.
Und deshalb kann ich deinen Widerstand nicht dulden, Will. Das hier muss wirklich nicht so enden. Wir können das nicht zulassen. Ich werde niemals aufgeben. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was zu tun war. Aber die haben wir nicht mehr. Warte, warte, warte. Hilf ihm doch, Mann. Wo bleibt der andere? Auslösen. Ich hab das nicht gewollt. Wow, es geht jetzt ab. Alter. Oha. Eieieiei. Nein! Sie gehen nirgendwo hin. Leute, Leute, Leute. Einfach nur krank. End of Act 1, Alter. Ja, perfekt, Leute. Dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle ja auch von unserem zweiten Quantum Break Let's Play. Auf jeden Fall eine richtig kranke Folge, diesmal mit richtig viel Action dabei. Und ich muss sagen, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall. Also wer eine Xbox hat, der sollte sich auf jeden Fall mal zulegen oder mal von der Videothek ausleihen. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Wer es sich zulegen möchte und bei Amazon bestellen möchte, kann gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken, weil dort könnt ihr mich dann auch gleichzeitig unterstützen. Wenn euch die zweite Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben da. Morgen geht's hier weiter mit dem nächsten Video. Ich muss gucken, was morgen kommt, was in der Reihenfolge dran ist. Aber heute war ich ein bisschen am Arsch gewesen, das merkt ihr auch, Freunde. Aber morgen bin ich wieder ganz der Alte. Und ja, würde ich sagen, checkt mein Snapchat aus, ist ganz oben auch in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich dann die ganze Story rausgehauen, was gestern abging, Alter. Schaut es euch an, bevor das weg ist. Und tut mir leid, dass das Video heute etwas zu spät online kommt. Macht's gut, checkt Far Cry aus, lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und ciao!